Der Morgen beginnt mit einem Smoothie. Sieht ein bisschen aus wie ein großer Eisbecher. Liegt aber dem Proteinpulver geschuldet, was ein bisschen anders aussieht. Und dann habe ich es so mit Wasser übergossen und das ist so ein richtiges Kunstwerk geworden. Und ja, an dem Smoothie ist drin, von heute von oben an, Bananen, Proteinpulver, dann Hanfsamen sind drin, sehe ich. Mandarinen, Orangen, wir haben noch drin Grapefruits und Kurkuma, Spinat, Grünkohl ist drin, Himbeeren und Petersilie. Ja, Smoothie. Jetzt gibt es einen Salat aus so Wildkräutern, aus Tomaten, aus Rote Beete und aus Chicorée. Und gegen Abend gibt es jetzt noch eine Zitrone. So, jetzt gegen späten Morgen habe ich meine erste Mahlzeit zu mir genommen. Und zwar war das eine Packung Weintrauben und das waren drei Nektarinen. So, jetzt gibt es einfach ein paar warme Kartoffeln. Der Tag startet mit einer Birne. So, jetzt gibt es drei Bananen. Jetzt gibt es den dritten Teller Orangen, jeweils zwei Stück. Und jetzt gibt es zwei Naschi-Birnen. So, der Tag beginnt mit einer Naschi-Birne. So, jetzt werde ich wieder ein paar warme Kartoffeln essen. Das ist ungefähr fast ein Kilo. Und ja, ich habe Hunger und ich habe auch Appetit auf die warmen Kartoffeln. Ich werde die warmen Kartoffeln jetzt so, wie sie sind, einfach mit Schale essen, solange ich Appetit habe und solange ich Hunger habe. Aber ich merke langsam, dass ein bisschen Energie auch wieder reinkommen muss in den Körper. Ich habe sehr kleine Mahlzeiten, sehr wenig Mahlzeiten gegessen, nachdem ich krank bin. Habe jetzt 10 Kilo abgenommen in der Woche, wo ich krank war. Und ja, habe jetzt auch immer nur ein bisschen Obst gegessen und ich glaube, und einmal Kartoffeln. Aber jetzt habe ich wieder Hunger und ich möchte diesen Teller voll Kartoffeln essen. Und gegen Abend gibt es jetzt auch noch Honigmelone. Ja, damit muss ich sagen, habe ich heute meine täglichen 1800 Kalorien, was für meinen Energiebedarf ungefähr ist, wahrscheinlich vielleicht heute sogar decken können. Könnte knapp gewesen sein, aber trotzdem zumindest erstmal geht es in die richtige Richtung. Und ich habe wieder vollwertige Tage, denke ich zumindest. Mal sehen. Auf jeden Fall lasse ich mir jetzt den Melonenteller schmecken. Der Tag startet mit drei Bananen. Jetzt gibt es zwei Orangen. Der eine ist schon ein bisschen schimmelig, aber das schneide ich ab. Und ja, die beiden gibt es jetzt. Und jetzt gibt es noch eine Pampelmuse. So, jetzt gibt es einen richtig schönen großen Salat. Das ist ein schöner Mix aus Tomaten, aus Gurken, aus Paprika, aus Wildkräutern, aus Zwiebeln, aus Frühlingszwiebeln, aus Spinat. Richtig schöner Mix. Das mit Olivenöl und mit Balsamico und Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Und da freue ich mich jetzt drauf.